Also erstmal ein herzliches Willkommen an alle, die hier heute Morgen erschienen sind, zum Auftakt unserer Vortragsreihe Theosophy Talks, zu unserem Symposium über einen anderen Blick auf unseren lebenden Planeten. Ja, hallo. Nehmen Sie Platz. Okay. Ein paar Worte zu uns zunächst. Die Theosophische Gesellschaft ist eine gemeinnützige Organisation, die von Freiwilligen geführt wird, die sich für das geistige und seelische Wohlergehen der Menschheit einsetzt. Wir heißen alle willkommen, die eigenständig denken wollen und nach Wahrheit und Weisheit suchen. Unsere Gesellschaft bietet universelles Wissen, frei von Dogmen, das auf dem Wie, dem Warum und dem Was des Lebens basiert, also auf Philosophie, Religion und Wissenschaft. Sie haben die Möglichkeit, unseren Kursen zu folgen, unsere Vorträge zu besuchen, auch diese Symposia, die wir einmal im Jahr abhalten, oder auch unsere Bücher und Zeitschriften zu lesen oder unsere Videos zu Hause anzuschauen. Und damit wir dies alles tun können, sind wir auf Spenden angewiesen, weil wir alle ehrenamtlich tätig sind. Wir haben dafür einmal hier eine Spendenbox und auch nachher bei der Kaffeepause eine Spendenbox stehen und würden uns über Ihren Beitrag freuen. Weitere Informationen über unsere Gesellschaft und was wir so tun, finden Sie auch auf unserer Website www.theosophy.de. Die finden Sie auch auf den Programmen, meine ich, oder zumindest ja in dem Programm, was Sie auf Ihren Plätzen vorfinden. In der Pause können Sie natürlich auch gerne unsere Mitarbeiter ansprechen, die Ihnen mehr darüber erzählen können. Oder Sie schauen sich auf dem Büchertisch um, wo Sie ebenfalls Antworten finden. Insbesondere haben wir heute ausgelegt einen theosophischen Pfad, unsere Vierteljahresschrift, in der wir einen Artikel veröffentlicht haben, den unser internationaler Leiter Hermann Vermeulen verfasst hat. Die Theosophische Gesellschaft, wer wir sind, was ist unsere Mission und wo stehen wir jetzt? Also das gibt Ihnen sehr guten Einblick über das, was unsere Ziele sind. So viel zu uns. Ein anderer Blick auf unseren lebenden Planeten. Was hat uns bewogen, dieses Thema heute hier mit Ihnen zu betrachten? Schauen Sie sich um. Wir befinden uns in einer Situation, in der ein Überdenken des eigenen Verhaltens, der eigenen Lebensweise unabdingbar ist. Fridays for Future, die ich Ihnen jetzt nicht noch erklären muss, ist zu einer fast weltweiten Bewegung angewachsen. Inzwischen wird sie von über 28.000 Wissenschaftlern unterstützt und sie hat alle Schichten der Bevölkerung erreicht. Jede Woche demonstrieren Tausende von Menschen in den Städten Deutschlands und Europas für einen Wandel in der Politik, um die Klimakatastrophe abzuwenden. Dabei liegen eine Menge Probleme auf dem Tisch, die nicht einfach zu lösen sind. Sie erfordern wirklich eine komplette Drehung unserer Sichtweise um 180 Grad. Denn ganz sicher können wir, um es etwas provozierend auszudrücken, unsere Probleme nicht allein dadurch lösen, indem wir auf Plastiktüten verzichten. Nachhaltige Veränderungen sind erforderlich. Eine andere Sicht auf unseren lebenden Planeten. Und nach solchen Lösungen suchen diese Tausende von Menschen, die Fridays for Future unterstützen, so wie wir zum Teil eben auch. Wir wollen diesem Thema aus Sicht der alten Weisheit, Theosophia, nun noch einen anderen Blickwinkel hinzusetzen, es sozusagen ganzheitlich betrachten, um damit zu den tieferen Ursachen
und damit eben zu nachhaltigeren Lösungsmöglichkeiten zu gelangen. Diese Lösungen müssen umfassend, harmonisch und in allen Auswirkungen durchdacht sein und niemanden und nichts ausschließen. Unsere Fragen auf die bereits auf unserem Plakat gestellten, unsere Antworten auf die bereits in unserem Plakat gestellten Fragen: Was haben meine Gedanken mit dem Klima zu tun? Sind wir fair zu unserem Planeten? Und welche Art Menschen braucht unser Planet? Und sind wir dabei? Diese Fragen wollen wir mit Ihnen gemeinsam erarbeiten. Könnten wir dann vielleicht schon sagen, Theosophy for Future? Schon diese Fragen zeigen, es dreht sich alles um unseren lebenden Planeten Erde und unsere Funktion als Menschheit dieses Lebewesens Erde. Eine Reihe von Thesen werden wir vorstellen, die sicher dem einen oder anderen von Ihnen ungewöhnlich erscheinen mögen. Warum sprechen wir zum Beispiel von einem lebenden Planeten? Gleich im ersten Vortrag werden wir darauf eingehen. Und welche Funktion hat die Menschheit für diesen lebenden Planeten? Darum geht es im zweiten Vortrag. Und im dritten Vortrag weisen wir dann auf die praktischen Möglichkeiten und Aufgaben hin. Unser Vorschlag: Versuchen Sie dabei, einfach einmal Ihre gewohnte Denkweise zur Seite zu stellen und neu zu durchdenken, was wir Ihnen vorstellen. Werden Sie zum Forscher und prüfen Sie alles, was wir Ihnen heute vorstellen, auf Herz und Nieren. Wir wollen Sie nicht überzeugen, sondern nur Denkanstöße geben. Sie ziehen Ihre eigenen Schlüsse. Zwischen den einzelnen Vorträgen möchten wir bereits mit Ihnen ins Gespräch kommen. Wir haben relativ viel Zeit für Kommentare und Fragen eingeplant. Und es gibt eine kleine Pause jeweils von circa 10 Minuten. Nach dieser kleinen Einleitung und Begrüßung folgen unsere 3 Vorträge eben mit ausreichend Zeit. Und daran anschließend möchten wir eine Gesprächsrunde mit Ihnen bilden, in der wir über bereits in der Einladung genannte Fragen sprechen wollen. Und das Ganze soll dann in lockerer Runde bei Kaffee und Tee und einem kleinen Imbiss mit Ihnen ausklingen. Da haben Sie dann ein bisschen was, um den Magen zu füllen, weil es schon ein relativ langer Vormittag wird. Richten wir also einmal einen anderen Blick auf unseren lebenden Planeten. Sind alle bereit? Dann bitte festhalten. Es geht gleich los.